Die Grafik hat ganz andere Farbtiefe. Man hat Gouraud Shading, das heißt Schatteneffekte. Und die natürlich nicht gerade wenig, also technisch oberster Standard. Und naja, die 3D-Möglichkeiten, die waren ja früher immer noch ein wenig begrenzt, halt auf vorwärts, rückwärts. Und das ist natürlich jetzt aufgehoben sozusagen. Man kann sich wirklich virtuell da drin frei bewegen. Es gibt eigentlich keine Grenzen mehr.あと、3D ということで、カメラをいろんな角度で見たいということになると思います。Now we have got the best hardware, Nintendo 64. We can change the image of game. Which means? We can make the quite different game from current game. Like the player, the game itself always changes with players playing. Die Sequenzen, wo der Mario immer runterfällt. Ich meine, die kommen so unerwartet. Du rutscht mal aus, dann fällst du eine ganze Klippen runter. Also, das, du kannst nicht ahnen, also bei 2D-Levels kannst du ja ahnen, dass da eine Schlucht ist oder dass es da bergab geht. Aber wenn du eine analoge Steuerung hast, dann rutscht er mal so seitlich weg und dann bist du ja unten. Mario war real, total süß. PlayStation よりはこっちの方が絵がリアルだし、コントローラーがやっぱ違うと思います。Was heute in der Rede noch mal deutlich wurde, war, dass es ganz wichtig ist, diesen Top-Spielspaß halt zu haben. Der erfordert gewisse Kriterien. Es gibt daneben auch einen PC-Markt, der sich ja weiterentwickelt, zu dem man sich auch abgrenzen muss natürlich. Und da gibt es gewisse Stärken, die eine Konsole einfach hat. Und die kann man wegdiskutieren, aber die bleiben trotzdem da. Das ist diese sofortige Spielbarkeit. Ich stecke es rein, so, die Amerikaner nennen es Plug and Play. Ich stecke den Stecker rein, dann kann ich spielen. Das ist ganz, ganz wichtig.